Herzlich willkommen, Leute, zu unserem neuen Race-Vlog aus Drez. Wir sind heute hier zum ersten ADAC MX Masters Rennen im Jahr 2022. Jetzt mittlerweile herrliches Wetter. Vorhin hat es noch ein bisschen geregnet. Gestern Abend war es stürmisch, regnerisch, was weiß ich. Strecke ist aber perfekt und wir versuchen jetzt erstmal alles zu geben. Leider bin ich vor fast sechs Wochen jetzt schon beim Training mit dem Fuß umgedreht. War eigentlich ganz einfach. Mein Fuß ist einfach nur 90 Grad nach außen gedreht und ich bin so leicht im Sand halt stecken geblieben. Dabei habe ich mir das Syndesmoseband gerissen, das Sprunggelenk festhält unterm Schien- und Wadenbein. Da war einfach die beste Lösung, mich operieren zu lassen, um ja, schnellstmöglich wieder aufs Motorrad zu kommen. Und dann hatte ich natürlich jetzt ein bisschen Pressure wegen der Veranstaltung hier. Ich wurde also vor 3,5 Wochen operiert. Bin hier quasi ein bisschen illegal unterwegs, aber ich habe mit Konrad alles gegeben, um das wirklich wieder 100% oder halbwegs nah an die 100% zu bekommen und hier möglichst schmerzfrei zu fahren und halt den Fuß stabil zu bekommen einfach. So, jetzt mal ein bisschen was aus der aktiven Zeit, oder? Sauber machen gehört auch dazu, zu unserem Job. Macht leider keine Ahnung. Kein anderer. Ja, du drehst erstes Masters-Rennen, ist immer ein bisschen aufregend, sag ich mal, weil Masters ist immer große, gute Kulisse. Bisschen mehr ja, Sponsoren, die wollen das immer gerne sehen, dass man hier gut fährt, definitiv. Und wie habe ich mich vorbereitet? Ja, ich hatte jetzt im Mai komplett Rennen. Also ich hatte jedes Wochenende Rennen, Deutsche Meisterschaft. Lief ganz gut, bin da Dritter zurzeit. Ich war diese Woche noch einmal am Sand trainieren. Das war jetzt meine Vorbereitung für Drez. Probieren, was habe ich mir vorgenommen? Klar, mein Bestes zu geben, gut zu starten und dann natürlich Top 10 bis Top 5, da ja. Möchte ich schon hin. Jetzt sind schon beide Trainings vorbei, die der Kameramann leider verpasst hat, weil er wahrscheinlich mit anderen Dingen zu busy war. Lief alles super, klar, ich bin noch ein bisschen steif, harte Arme. Ist aber normal, wenn man einfach so lange nicht fährt. Dadurch, dass es jetzt halt ein bisschen alles durcheinander gewürfelt ist durch die Verletzung, die halt, ja, die eigentlich nie gut reinpasst, ne, will ich jetzt hier einfach 3 solide Läufe fahren, gucken, dass ich wirklich schmerzfrei durchkomme und da meinen Stiefel hinfahre und da möglichst nah an die Top 5, was weiß ich. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt schwer abschätzen, wie ich jetzt nach den 4 Wochen Pause halt oder 5 Wochen Pause, wo ich da stehe. Aber klar, aufs ganze Jahr gesehen will ich schon den Titel in Angriff nehmen und deswegen bin ich hier am Start, deswegen habe ich alles gegeben, um hierher zu kommen und hier fahren zu können und deswegen scheint die Sonne, jetzt kann es eigentlich nur perfekt werden. Die Strecke ist wirklich sehr anspruchsvoll, tiefer Sand, wirklich wird sehr anspruchsvoll, sehr kaputt und hier gilt wirklich sauber und ordentlich durchzufahren und dann nicht zu verkrampfen, nicht zu viel zu wollen, hier macht man relativ schnell Fehler und deswegen locker auf dem Bike zu stehen ist ja extrem wichtig. We go.
auch. Da kommt er, ja. Ich zeig dir mal was. Wenn man das hier anfasst, ist genauso wie wenn man das hier anfasst. Boah, Anfang war ganz, also mein Start war eigentlich scheiße. Bin dann irgendwie, weil es einen Crash gab, war ich durch ein bisschen Glück Fünfter, glaube ich gleich. Dann bin ich vorgefahren und war am Dritten dran und wollte auch überholen. Es war echt gut, ich habe mich in den ersten paar Runden gut gefühlt. Aber dann bin ich quasi ins Hinterrad von Nico gefahren, Nico Koch war der Dritte. Und dann war irgendwie komplett wie so Rhythmus einmal komplett weg. Harte Arme des Todes, das ganze Rennen einfach nur noch ums Überleben gekämpft und ja, am Ende als Sechster ins Ziel, was trotzdem noch klar noch gut war für die Voraussetzungen, ne? Aber es war auf jeden Fall keine spaßige Fahrt mit den Armen. Ja, der Fuß ist alles gut, ich merke zwar jetzt, nach den 30 Minuten ist auf jeden Fall intensiver als vorhin mal ein bisschen Training zu fahren, weil ja, da halt viel mehr Bewegung jetzt auf eine Dauer drin ist. Aber das schlimmere Problem war, glaube ich, jetzt die harten Arme. Also der Fuß, der hält. Ich glaube, ich muss mich mal massieren lassen. Ich habe ganz schön Rücken. Ich weiß auch nicht. Und dann vielleicht noch mal kurz an die Strecke gucken. Ein paar Linien für morgen. Und dann gemütlichen Abend machen. Die Starts müssen besser werden. Da war, sage ich mal, eher so ein bisschen Luftsportniveau. Aber ja, noch nicht zu spät. Jo, erster Lauf ist vorbei, schlechten Start gehabt und vorne im Pulk mitgeklemmt, dann relativ weit am Ende des Felds gewesen, vorgefahren bis auf 11, ging ganz gut und dann in der Kurve einen Leerlauf drinnen gehabt und einfach umgekippt, so, und dann war der Gasgriff ein bisschen dreckig, jo, und dann nach dem Zielsprung wollte ich einen überholen, bin ein bisschen weiter gesprungen, da bin ich in eine Welle reingesprungen, hat sich so über den Lenker gehauen und da musste ich mich erstmal sammeln. Das waren in den letzten zwei Runden und da leider nur 16. Ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber gut, morgen sind noch zwei Rennen und ich gebe mein Bestes. Toi, 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 ist nichts passiert. Bisschen am Steiß geprellt oder am Pops, ganz schön. Aber naja, passiert das Racing und ich gebe morgen nochmal alles. Ja, Top 10, also zwischen 5 und 10 geht auf jeden Fall, das ist mein Ziel. Und die Zeiten waren vorhin gut, bevor ich gestürzt bin. Von daher, ich bin guter Dinge, dass das morgen gut wird. Never give up. Never give up. Any challenge, any obstacle. Anything is possible, never give up. I keep my head up, looking above. Tag 3 heute, ich hoffe es wird besser. Genau, jetzt ist erstmal das Warm-up, wie jedes Mal. Es gibt immer früh einen Warm-up von 15 Minuten. Was macht man da? Also es ist ganz einfach, seinen Rhythmus zu finden, ein paar Runden zu fahren, nach Spuren zu gucken und dann fürs Rennen so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Just move it. Move it.
Schwester. Wir sind hier im KS Birds World Trainingsrückziehcenter Ort. Wie ihr seht, haben wir von Andi ein paar Zelte bekommen, oder besser gesagt mein Trainer Konrad. Ja, das ist einfach dafür da, dass wir hier, wie ihr seht, hier ein paar Stretching-Matten abends nach dem Rennen immer wichtig und entspannt und als Warm-up. Klar, hier aufs Fahrrad oder was weiß ich, verschiedene Ballübungen oder was weiß ich, einfach als Rückzugsort kann man das nutzen, kann jederzeit herkommen, trifft meistens jemanden an. Jetzt bin ich gerade hier alleine, weil sie gerade beim Jagdstag Cup gucken. Ja, aber ich habe jetzt Warm-up gemacht und jetzt geht's umziehen und dann geht's zum zweiten Lauf oder ersten Lauf am heutigen Tag. Ja, gestern nach dem Renntag habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es nochmal eine andere Belastung ist, wie nur im Fitnessstudio irgendwas zu machen. Gerade bei so einer Strecke. Ja, war es am Abend schon, dass es gedrückt hat, ne, aber ich habe es nochmal gekühlt, hochgelagert, habe alles versucht, das bestmöglich für heute wieder zu recovern. Jetzt ist alles gut. Jetzt gehen wir raus und versuchen wieder das Beste draus zu machen und dann vielleicht klappt ja heute schon wieder was besser. Ja, ich suche mir gerade neue Weber-Sachen raus. Danke nochmal an den Rider Store. Ja, die neuen Klamotten, damit ich jetzt gut auf der Strecke aussehe. Und die neue Sand Edition passt gut, sieht gut aus. Von daher muss ich anziehen, um es zu präsentieren. Ja, auf jeden Fall besseren Start, bisschen achtsamer sein und ich sag mal, gut durchfahren ist ja wichtig. Nicht zu stürzen, bisschen locker auf dem Bike zu sein, das ist ganz wichtig hier, weil man verkrampft relativ schnell, ist schon sehr zerfahren, die Sprünge sind schwierig. Von daher das Beste gehen ist immer A und O und easy bleiben. Tada! Ja Mensch, wir haben Gas gegeben, haben alle Möglichkeiten und Register gezogen, was halt irgendwie machbar war. War fast täglich bei mir und haben dann versucht, eben das Sporttherapeutische zu gestalten, dass wir eben wirklich versucht haben, sehr viel Stabilität ins Gelenk, in die umliegenden Strukturen zu bringen. Bis jetzt sieht es gut aus, toi toi toi, also sonst hätte man den Start auch hier nicht gewagt. Also ganz normal, wenn man da als Helga von nebenan, sage ich immer, ins Krankenhaus kommt, du kriegst dann erstmal so einen ordentlichen Raumfahrstiefel, den du eigentlich auch täglich tragen musst und ja, normal heißt so 6 Wochen komplette Entlastung, ohne Training, ohne Sport und dann langsam wieder aufbauen. Da muss man natürlich auch ganz langsam aufbauen, weil wenn man 6 Wochen den Fuß in so einem Stiefel ruhig gehalten hat, der ist ja noch massiver als ein Motorradstiefel, dann ja, verkümmern die Strukturen so, dass da nicht mehr viel geht. Wir haben natürlich sehr frühzeitig angefangen, mobilisieren, aktivieren, dass man gar nicht erst in so eine Schonung reinkommt und eben wirklich nur das Nötigste an Ruhe gegeben, was für die Heilung an sich nötig ist. Ja. Und das war immer unser erstes, wichtigstes Gebot, dass wir sagen, wir überstürzen hier nichts, wir wollen hier wirklich an die Zukunft denken, an noch eben auch eine lange, hoffentlich lange Profikarriere, die Tom ja noch vor sich hat. Und von daher ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht von einem ins nächste gehen, sondern wirklich qualitativ wieder aufbauen. Wir haben da auch an die Weiterführung der WM halt gedacht und deutschen Teil steht bevor. Und deswegen, wir entscheiden da wirklich auch von Tag zu Tag. Auch heute haben wir gesagt, wir müssen schauen, wie wir in den Tag reinkommen, wie er die Belastung gestern verkraftet hat und wie er morgen dann auch wieder aufsteht, gell? Was das Gelenk dann auch sagt. Tom ist da komplett ohne Schmerzmittel hier unterwegs, also das ist für uns auch ganz wichtig, weil Schmerz ist ja immer ganz, ganz wichtiger Analysator und gibt ganz viele Hinweise auf eben den Zustand der Verletzung und des Körpers generell und deswegen, ich bin überhaupt kein Freund von Schmerzmitteln, das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit seinem Körper lernt umzugehen, dass man Körpergefühl entwickelt und dass man eben vor allem auch lernt, mit Schmerzen umzugehen und eben auch guten und bösen Schmerz voneinander unterscheiden lernt. Time.
Wenn man so klein ist. Doch, es war schon nicht ganz. Der Start, da war schon ein bisschen, ne, nicht so gut, um das mal freuen, diese Sachen. Und dann, wo er noch gestürzt war, da war ich erst mal etwas schockiert. Timmy war zwar mit so relativ gut dabei, aber auch nicht so weit vorne, wie ich gehofft habe. Aber sie haben es alle wieder dann noch gut aus der Fähre gezogen. Timmy vorgefahren 12, Tommy von ganz hinten auf 9 vorgefahren. Zum Schluss schnellere Zeiten als Max. Da kann man zufrieden sein, würde ich sagen, oder nicht? Positiv sehen, nicht negativ. Ja. Und es waren ja, sind ja erst 2 Rennen von 24, von 24, ne? Ja. Oder 2 Läufe so rum. Ne? Also kann man schon zufrieden sein mit den 2. Ja, schlechten Start. Und dann probiert vorzufahren, aber immer zu lange gebraucht, um zu überholen. Ja, am Ende 12. ist okay, ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber wir haben ja noch einen dritten Lauf, von daher immer positiv bleiben, das ist immer wichtig. Und ja, es ist extrem schwer zu fahren, die Strecke. Man muss mit der Strecke fahren und nicht gegen die Strecke. Und das macht es sehr anspruchsvoll auf jeden Fall. Setz mal auf! Ja! Ja! Hier liegt auch schon ein bisschen was drin. Was da? Hast du was da vorne auf dem neuen Eimer? Kurt, komm mal her! Ey! Das ist unser Hund, meine Freundin und ich. Haben wir uns einen kleinen. Das ist ein amerikanischer Zwergdackel, ganz aggressiv, Gekodi. Ja, in der Farbe Schoko Base Cream Karamell oder so. Nee, der macht sich, der ist noch ganz jung, aber der lernt ja von den Besten. Ja. Es gibt Gerüchte, dass der Bailey Konkurrenz macht. Ja, also ihr könnt ja mal raten, 1 bis 10, welcher Hund ist süßer? Ja, ich. Also Start war gar nicht schlecht, Reaktion war okay, bin dann aber viel zu aufrecht mit dem Oberkörper gewesen, hatte dann hier ein bisschen Vorderrad nach oben, dann Schlenker gekriegt, dann war ich wieder hier, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht gut in der ersten Kurve, dann habe ich klar versucht gleich irgendwie in der ersten Runde ein paar Plätze gut zu machen, aber über den Rechtskurven habe ich sau Schiss, meinen Fuß runterzusetzen, wenn ich manchmal ein bisschen weiter innen rum will oder keine Ahnung, das ist noch ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich da sehr, 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 sehr verhalten gefahren in der ersten Runde und habe eigentlich eher Plätze verloren als gut gemacht. Und ja, dann noch einen Sturz gehabt in der zweiten Runde, glaube ich. Dann war ich, keine Ahnung, welcher ich da war, 36, 37, fast letzter auf jeden Fall. Und dann wirklich noch gut gefahren. Ich habe mich eigentlich für die Voraussetzungen richtig gut gefühlt und bin noch auf Platz 9 sogar vorgefahren, was ja, gezeigt hat, dass ich den Speed auf jeden Fall habe und dass ich das jetzt im dritten und letzten Rennen nochmal besser machen werde. Viel besser als gestern. Die Arme, die waren gestern wirklich schrecklich. Da hatte ich wirklich richtig zu tun. Heute schon sehr, sehr minimal.
nur noch da gewesen. Also kann es jetzt, wie gesagt, im dritten Lauf nur noch besser werden, weil da sind sie nämlich komplett weg. Ja, schon wieder. Nee, so schlimm ist es nicht. Trink erstmal Kaffee. Also du trinkst ja keinen. Da trinkt doch keinen Kaffee. Prost. Dritter Lauf war der beste Lauf von den ganzen drei Rennen am Wochenende in Dreht. Ja, schlechter Start wieder gehabt. Hab mich irgendwie eingeklemmt. Da kam einer von links und ist direkt nach rechts rübergezogen, musste ich abbremsen. Und habe mich dann im hinteren Drittel des Feldes aufgefunden und bin dann gut vorgefahren. Das war gut, vom Fahren her war ich zufrieden. Strecke war schwer, man musste viel Rhythmus mitnehmen, springen, Kanten nehmen zum Abspringen, das Vorderrad hochlupfen und so weiter. War schon anspruchsvoll und mit Platz 9 bin ich zufrieden. Top 10 war das Ziel. Habe ich jetzt einmal geschafft, gut, und Gesamt 11. Ja, ist okay, kann ich aufbauen, auf jeden Fall. Ich weiß, dass da noch mehr geht. Will auf jeden Fall an meinen Starts arbeiten, definitiv. Und dann sehen wir uns spätestens in Möckers. Ja, dritter Lauf vorbei. Das war wirklich seit langem mal wieder ein richtig hartes Rennen für mich, weil ich hatte absolut wirklich null Körner mehr. Es war jetzt nicht, dass ich harte Arme hatte, aber ich habe einfach keine Kraft gehabt. Ne? Ich konnte nicht das Motorrad so bewegen, wie ich eigentlich wollte. Deswegen war ich eher Passagier. Aber ich habe es trotzdem gut gemeistert. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich bin jetzt Siebter geworden noch, mit wieder einem mittelmäßigen Start. Da muss ich nach wie vor noch dran arbeiten. All in all muss ich sagen, es war echt ein gutes Wochenende. Mit dem Fuß natürlich. Also klar, sind das eigentlich nicht meine Ziele, die ich jetzt hier gerade eingefahren habe. Aber wie gesagt, ist besser halt gar nicht fahren, besser halt zu Hause auf der Couch sitzen. Ich bin jetzt gesamt Sechster geworden. Top 10 war unser Ziel für dieses Wochenende unter den Umständen. Und ja, Ziel erreicht. Deswegen Feuer frei. Jetzt Erholung, weil es wieder ein bisschen dick. Erholung, fit werden und dann wieder feuerfrei
und an alte Leistungen anknüpfen. So, wir hoffen, euch hat es gefallen, das Video. Lasst Kommentare da, liked das Video oder schreibt uns an. Wir antworten auch immer. Ich denke, wir sind erstmal zufrieden mit dem Rennen und bis Möggers. Genau, wir sehen uns in Möggers. Reinhauen. Und du machst also einen Bailey-Konkurrenz jetzt, ja? Thüringer. Thüringer Rennwurst. Original. Also beide Jungs sind Top Ten. Na, das wäre natürlich nicht so ganz schlecht, oder? Das ganze Rennen hat er verschlafen. Und jetzt geht er wieder.